Das ist Radio mit K von Steffen und Felix. Ich wurde letztens ausgelacht und ich dachte, das macht jeder so. Anscheinend nicht. Also weiß ich nicht. Das wollte ich fragen. Und zwar, es ist was Banales, aber muss das jetzt mal hier loswerden, mal klarstellen. Wenn ich einen Joghurt aufmache, ne? Ja. Den Deckel, ne? Das ist ja dieser Aluminiumdeckel oder auch bei irgendwas anderem, was mit so einem Deckel, Aluminiumdeckel ist, dann mache ich immer den Mund so an den Deckel ran. Weil das ja immer so, das spritzt doch beim Öffnen. Geht das dir nicht so? Und ich habe das letztens so gemacht und wurde, was machst denn du da? Hä? Na, ich mache, damit es nicht auf mein T-Shirt spritzt. Das kennen wir doch, wenn man irgendwie so Vanillepudding oder, sagen wir mal, Creme Fraiche oder sowas. Ja. Und hast du diesen Aluminium-Ding, weil da ist ja meistens immer so ein kleiner Unterdruck drin, der dann den Rand. Also habe ich, ich hätte jetzt der erste Impuls. Nee, hast schon recht. Man macht so oft, dass er noch anspritzen. Ja, du hast dann die Lasche und dann mache ich immer so. Damit's halt nicht, wow, damit das ist nicht ein richtiger Lifehack hier von dir. Dachte ich, aber so ich wurde ausgelacht. Du musst jetzt als TikTok. Du musst als TikTok aufnehmen. Das geht viral. Das ist so richtig so Lifehacks auf TikTok. Das geht richtig durch die Decke. Und unten drunter, ich schreibe so ganz viele Emojis, die so den Kopf so, weil ich habe mein ganzes Leben lang das falsch gemacht, aber jetzt sehe ich erst, wie man es richtig macht und so. Weißt du, so, wenn man so sieht, okay, da hat jemand einen Kochtopf und dann kriegst du so zum ersten Mal in deinem Leben mit, dass alle Kochtopfdeckel so konzipiert sind, dass sie immer, dass man sie so in dieses, in den Henkel quasi so stellen kann. Und man ist also, das habe ich noch nie gerafft. Oder bei Milchpackungen, das Loch darf nie unten sein beim Ausgießen, weil sonst pluppt das immer so und du spritzt so, sondern auch rund, damit die Luft oben rein kann und dann fließt auch so. Und ich hab noch einen eigenen anderen Lifehack, den ich gerne mit euch erteilen will. Und zwar, wenn man Pizza bestellt, hat man ja diesen Klappkarton. Mhm. Und wenn man sich nicht, weil ich lege da sehr viel Wert drauf, mich schütteln. Ich lege viel Wert drauf, dass ich nicht meine T-Shirts bekleckere. Aha. Den Karton einfach umdrehen um 180 Grad, die Klappdeckel zu dir öffnen und dann hast du tada. Hast du ein Lätzchen sowas. Lätzchen, aber nicht nur ein Lätzchen, sondern auch so eine Rutsche. Falls was runterfällt, rutscht das zur Pizza genial. Zurück. Einfach so rumdrehen. Verlierst du auch nicht sozusagen. Hm? Nee. Ja, wenn der Pilz meinetwegen so runterputzelt, wieder drauf auf ein anderes Stück. Genial. Das sind hier kostenlose Lifehacks. Traurig aber war, das war es schon wieder mit Radio mit K. Steffen sucht gerade auf seinem Handy nach den Folgen, aber es gibt es auch einfach hier. Hier kann man einfach, die letzten Folgen sich angucken. Und da vielleicht auch noch oder so, weiß nicht. Irgendwo hier. Wir sehen es nicht, wir tun nur so. Ja. Aber da müsste es dann sein. Schaltet ein.